Hallo zusammen, mein Name ist Valentin Amrain. Ich bin ein Ornithologe, das ist ein Vogelkundler, weil ich seit meiner frühesten Jugend, seit ich ungefähr 13 war, aber auch als Student an der Universität Basel die Frage untersuche, wieso singen Vögel? Bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich euch gern zeigen, wo ich das untersucht habe und auch immer noch untersuche. Und zwar ist das in einem Naturschutzgebiet im Elsass in Frankreich und das ist ungefähr eine halbe Stunde von Basel entfernt mit dem Velo. Ihr könnt also dort einen schönen Ausflug mit euren Eltern zusammen machen, wenn die Grenzen wieder offen sind. Hier die zwei kleinen Häuser der Forschungsstation, wo ich selber auch lange gewohnt habe, bis ich wieder nach Basel gezogen bin. Dort wohnen jetzt meine Studenten. Direkt hinter der Forschungsstation seht ihr eine Kolonie von Graureihern und Kormoranen. Da kommt man ziemlich nah ran und kann zum Beispiel links diesen Graureiher wegfliegen sehen oder rechts oben seht ihr Kormorane. Dort brüten Hunderte von diesen Tieren und es ist ziemlich laut und man hat ziemlich viel zu sehen, wenn man auf einem der Hochstände ist und da ungestört beobachten kann. In der Petite Camargue könnt ihr auch viele schottische Hochlandrinder sehen. Rechts unten ein solches Hochlandrind, was gerade seine Zunge in die Nase steckt. Und auf der sogenannten Rheininsel, das ist etwas schwieriger zu erreichen. Mit dem Auto kommt man dort nicht hin, man muss mit dem Velo gehen. Dort hat es auch wilde Pferde, sogenannte Konigpferde. Die ersten 5 grasen seit ungefähr 2 Jahren dort und die Herde wird in Zukunft noch größer werden. So, und jetzt komme ich zum Hauptthema und das sind eben die Singvögel, die deswegen so heißen, weil sie so schön singen. Und das sind zwei der häufigsten Singvogelarten in der Petite Camargue, auch bei uns im Garten sehr häufig zu hören, die Kohlmeise. Und dargestellt habe ich den Gesang hier in sogenannten Sonagrammen. Das könnt ihr lesen wie Notenschrift. Die tiefen Töne sind unten, die hohen sind oben. Und das spiele ich euch gerade mal vor, wie das klingt. Hier kommt die Kohlmeise. Und hier ist der Kuckuck. Also ihr seht, man kann mit diesen Sonagrammen wirklich sehr schön optisch nennen wir das. Also man kann sehen, wie die Vögel singen, man kann sie nicht nur hören. Es gibt Vogelarten, die sind nicht ganz so leicht zu verfolgen im Sonagramm wie die Kohlmeise oder der Kuckuck, weil sie sehr, sehr schnell singen und sehr kompliziert singen. Ihr könnt mal versuchen, hier den Zaunkönig auch im Sonagramm zu verfolgen. Wahrscheinlich schafft ihr das nicht. Ich zeige euch aber später, wie das besser geht. Also der singt eine Reihe von Trillern und der singt wahnsinnig laut. Das ist ein Vogel von ungefähr dieser Größe. Der wiegt so viel wie ein 2-Franken-Stück und er singt ungefähr so laut, wie wir Menschen sprechen können. Also ist enorm leistungsfähig beim Lärm produzieren. Wie viele andere Vögel auch, unter anderem die Nachtigall. Die Nachtigall ist die Hauptart, über die ich euch heute berichten werde, weil es die Vogelart ist, die ich am meisten studiert habe. Und die Nachtigall singt in 1 Meter Entfernung mit 90 Dezibel Lautstärke. Das ist so laut, dass es nach der europäischen Lärmschutzrichtlinie am Arbeitsplatz eigentlich verboten ist. Die Nachtigall macht also so viel Lärm, dass wir Forscher immer ein bisschen weiter weg sein müssen von der Nachtigall. Sonst kriegen wir vielleicht einen kleinen Hörschaden. Wir sind aber zum Glück meistens fast zu weit weg. Ich spiele euch hier 3 Strophen der Nachtigall vor und ihr seht auch hier wieder, dass man die sehr gut im Sonagramm verfolgen kann. Und diese dicken, langgezogenen Töne, die man hier sieht, das sind die sogenannten Pfeifstrophen der Nachtigall. Also je dicker und klarer so ein Ton im Sonagramm ist, desto pfeifender klingt er. Hier 3 Strophen einer Nachtigall. Kommt die zweite. So, und von diesen Strophen singt jedes Männchen, es singen nur die Männchen bei der Nachtigall, nicht nur 3,
sondern 200 Strophen hat jedes Nachtigallmännchen drauf. Hier habe ich euch ein paar von diesen Strophen mitgebracht, die meine Kollegin Silke Kipper aus Berlin mal aufgenommen hat. Und ihr seht bereits, ihr hört es nicht, weil ich es euch hier nicht vorspielen kann, aber ihr seht, dass jede Strophe anders ist als die vorangehende. Die ist anders von der, das ist wieder so eine Strophe mit diesen Pfeifstrophen am Anfang. Und die einzige Strophe, die in dieser Reihenfolge wiederholt wird, das ist die zweite Strophe. Die sieht nämlich genauso aus wie diese vorletzte Strophe hier. Wenn ihr die vergleicht, seht ihr, es ist genau die gleiche Strophe. Woher weiß man, dass jedes Männchen ungefähr 200 verschiedene Strophen singt? Das haben die Kollegen aus Berlin damals rausgekriegt, indem sie so solche Strophen hier ausgedruckt haben auf Papier. Dann haben sie die auseinandergeschnippelt, sodass jede Strophe auf einem kleinen Papierschnipsel ist. Und dann haben sie wie bei einem Puzzle auf dem Tisch Häufchen gemacht mit jeweils den gleichen Strophen. Und am Schluss waren ungefähr 200 Häufchen auf dem Tisch mit 200 verschiedenen Strophen. Und von diesen Strophen singen die Nachtigall nicht alle 200 durch, sondern sie singt mal 50, dann fängt sie wieder von vorne an, singt vielleicht 20 Strophen, die teilweise auch die gleichen sein können. Und sie singt die ganze Nacht hindurch. Und dafür ist sie ja so unglaublich berühmt, dass die Nachtigallen eben nachts singen. Und das ist jetzt eine Art Kalender, ein Nachtigallenkalender, wie die Nachtigallen in der Petite Camargue zu hören sind. Ihr seht hier unten die Daten, das ist 4. ist April, dann kommt Mai und dann kommt noch ein paar Tage im Juni. Und ihr seht hier die Anzahl in der Nacht singender Nachtigallen und ihr seht, dass es ab Mitte April rasant hochgeht. Da fangen die Nachtigallen an, in der Petite Camargue nachts zu singen, weil sie aus Afrika gerade wiedergekommen sind. Die Nachtigall ist ein Zugvogel, die überwintern in Westafrika, zum Beispiel in Ghana oder in der Elfenbeinküste. Und sie kommen eben Mitte April bei uns an, fangen an, nachts zu singen und singen bis ungefähr Anfang Juni. Das heißt, wenn ihr Nachtigallen nachts singen hören wollt, dann kommt doch am besten Ende April oder Anfang bis Mitte Mai in der Petite Camargue vorbei. Und zwar müsst ihr schon bis ungefähr 11 Uhr abends warten, weil erst um ungefähr 10:30 abends fangen die Nachtigallen an, nachts zu singen. Am schönsten ist es um Mitternacht, aber das ist vielleicht für manche ein bisschen spät. Die Nachtigall ist ein Vogel, der an Waldrändern gerne brütet. Hier zwei Bilder aus dem Leben einer Nachtigall. Hier ein Revier einer Nachtigall. Ein Revier ist ungefähr 100 Meter lang, besteht aus einer Reihe von Büschen. Im Hintergrund dann Bäume vielleicht mit einem anderen Nachtigallenrevier. Und die Nachtigall baut ihre Nester auf dem Boden. Es ist kein Buschbrüter, sondern sie baut ihre Nester gerne direkt unten, da wo der Busch zur Wiese übergeht. Das heißt, wenn man Wiesen mäht in Nachtigallengebieten, sollte man sie erst mähen, wenn die Nachtigallen fertig sind mit dem Brüten. Und das ist ungefähr ab Ende Juni. Hier rechts ein Bild von einer solchen Nachtigall. Gerne baut sie ihre Nester in Brennnesseln. Und warum sie das tut, ist euch wahrscheinlich klar, weil Brennnesseln eben auch gegen Katzen wirken. Katzen gehen auch nicht gerne in Brennnesseln, genauso nicht Wildschweine oder andere Tiere, die Nachtigallen gerne fressen würden, wenn sie ein Nest finden. Das Nest ist also auf dem Boden und was ihr schwer sehen könnt, ist, dass da 5 kleine Küken von der Nachtigall drin sitzen. Hier rechts seht ihr vielleicht den Schnabel eines Nachtigallenkükens ein bisschen durchschimmern. Von diesen Nachtigallenrevieren haben wir ungefähr 200 rund um die Petite Camargue. Das ist hier ein Foto von einer Karte und hier in der Mitte ist die Petite Camargue mit unserer Forschungsstation. Rechts ist die Rheininsel, wo die Wildpferde stehen und die schottischen Hochlandrinder. Aber wie gesagt, ihr könnt hier auch in der Mitte des Gebietes einige Herden von schottischen Hochlandrindern sehen, wenn ihr welche sehen wollt. Jeder Kreis ist ein Revier einer Nachtigall. Und das, was ich euch eben auf dem Foto gezeigt habe, ist das Revier A7, was ihr hier unten seht. Wir kennen diese Reviere, weil wir jedes Jahr die singenden Nachtigallen zählen. Und diese Reviere sind immer ungefähr an der gleichen Stelle, obwohl die Vögel in den Revieren nicht immer die gleichen sind. Weil eine Nachtigall lebt ungefähr 3 bis 4 Jahre nur. Dann kommt vielleicht wer anders ins Revier.
So, und in diesen Nachtigallenrevieren singen also die Männchen und unterhalten sich von Revier zu Revier. Hier hat mein Kollege Philipp Sprau mal eine sehr schöne Unterhaltung aufgenommen von zwei Nachtigallen. Links sitzt die eine im Busch, rechts sitzt die andere im Busch. Und ihr seht hier zwei Sonagramme. Das ist die eine Nachtigall, das ist die andere. Diese untere fängt an und dann antwortet die obere. Dann fängt wieder die an, dann antwortet die und das klingt so. So, und anhand dieser Aufnahme kann ich euch ein bisschen erklären, was dort passiert. Ihr seht hier, dass manchmal Nachtigallen sich wirklich mit den gleichen Strophen antworten. Also der hier fängt an und singt eine Strophe, der singt eine sehr ähnliche Strophe. Dann fängt der an mit den sogenannten Pfeifstrophen, oder wir nennen das auch das Schluchzen der Nachtigall. Das kommt in sehr vielen Büchern und auch in vielen Kinderliedern zum Teil vor. Und dann setzt aber der Nachbar Nachtigallerich mit genau der gleichen Pfeifstrophe ein. Und zwar genau auf der gleichen Tonhöhe. Und das ist so schwer auseinanderzuhalten, dass wir das eigentlich gar nicht unterscheiden können, dass an dieser Stelle hier zwei Nachtigallen singen. Dann singt der hier wieder eine Einzelstrophe, dann fängt der an. Der antwortet mit der gleichen Strophe, ist aber ein bisschen höflicher, weil er den anderen erst ausreden lässt. Während der hier eben den hier nicht ausreden lässt, sondern ihm sozusagen ins Wort fällt. Und was wir unter anderem rausgekriegt haben, ist, dass Nachtigallen beim Unterhalten nicht immer so höflich sind, sondern dass sie sich ins Wort fallen und das ist wie bei uns etwas, was andere ärgert. Also wenn Nachtigallen aggressiv sein wollen, wenn sie andere ärgern wollen, dann fallen sie ihnen ins Wort. Und das können wir uns gerade nochmal anhören, damit ihr das verfolgen könnt. So, und aus solchen Aufnahmen haben wir eben gesehen, dass Nachtigallen sich wirklich so unterhalten, dass sie dem anderen sagen, Achtung, hier bin ich, komm bloß nicht rein, weil ich bin jemand, der dir ins Wort fällt, wenn du nicht nett zu mir bist. Das heißt, sie verteidigen ihr Revier gegen andere Männchen. Und das ist ein Zweck von Vogelgesang. Man singt als Männchen und es singen fast nur die Männchen bei unseren Vogelarten, um das Revier gegen andere zu verteidigen. Das, was ich euch eben gezeigt habe, ist Nachtgesang, aber Nachtigallen singen auch tagsüber. Das wissen nicht alle Leute. Sie müssten eigentlich Tagi-Nachtigallen heißen, weil sie eben nicht nur nachts singen. Jetzt singen ja die Weibchen nicht, sondern wir vermuten, dass die Weibchen zuhören. Wir wussten aber lange nicht, wann sie das tun und warum sie das tun. Und das ist jetzt eine weitere Studie, die wir gemacht haben in der Petite Camargue. Wir fangen dort auch Nachtigallen mit solchen Netzen. Ihr seht hier vor Tobias Roth, der eine Nachtigall in der Hand hat. Ein solches Netz, ein Nylonnetz, das ist ungefähr 6 Meter lang, ungefähr 3 Meter hoch. Und das hat so Taschen, wo die Vögel reinfliegen, sich dann verfangen. Und man muss die dann mit einiger Übung rausfriemeln. Und das ist eine Methode, die viele, viele Forscher auf der ganzen Welt benutzen, um Vögel zu fangen. Dann kriegen die Tiere einen Metallring um den Fuß. Dieser Ring hat eine Nummer und wir können also dann genau sagen, wer diese Nachtigall ist, wenn wir die wieder fangen, weil sie eben eine Nummer hat, die nur diese eine Nachtigall hat. Dann werden sie gewogen, indem sie dem Schnabel voran in einen solchen Trichter kommen, wo sie selber nicht wieder raus können. Das ist hier eine Federwaage und sie werden vermessen. Die Länge der Flügel wird mit einem solchen Millimetermaß abgelesen. So, und auf manche Weibchen haben wir vor einigen Jahren sogenannte Telemetriesender auf den Rücken getan. Das ist hier ein solcher Sender. Hinten ist die Antenne. Das sind Schlaufen, die um die Beine der Nachtigall kommen und der Sender liegt dann auf dem Rücken, wie ihr das rechts oben sehen könnt.
Und Tobias und ich und viele andere Kollegen sind damals mit Velos und solchen Telemetrieantennen hinter den Weibchen hergefahren und hatten immer oben die Antenne, und mit Kopfhörern haben wir gehört, wo diese Sender und deswegen wo die Nachtigall war, weil diese Sender macht ungefähr einmal pro Sekunde ein Piep. Dann haben wir die Weibchen mit dem Velo verfolgt und wir haben gesehen, dass Weibchen tagsüber eigentlich ziemlich faul immer in einem Busch rumhocken, dass sie aber tatsächlich um Mitternacht ungefähr losfliegen und sich dann die Männchen anhören, wenn sie noch kein Männchen haben, sondern eins suchen. Und das hier ist eine solche Strecke von einer weiblichen Nachtigall. Im Hintergrund seht ihr die Petite Camargue. Das Graue sind Büsche, das Weiße sind Felder. Und jeder schwarze Punkt ist eine nachtsingende Nachtigall. Und ihr seht hier, da wo Start steht, ist das Weibchen um Mitternacht ungefähr losgeflogen. Dann ist sie zu diesem Männchen oben im Busch geflogen, hat dort eine halbe Stunde lang zugehört, was das Männchen macht, ist zum nächsten geflogen, hat dort zugehört, hat wieder einem zugehört, wieder einem. Und am nächsten Morgen, ungefähr um 4 Uhr, ist sie dann beim letzten Männchen gelandet und auch geblieben. Und mit dem hat sie sich tatsächlich verpaart und hat dann in diesem Jahr Junge großgezogen. So, dann zeige ich euch nochmal diese Folie. Also, das habe ich schon erzählt. Nachtigallen singen nachts und tags, um ihr Revier gegen andere Männchen zu verteidigen. Und sie singen nachts, weil sie wissen, dass dann Weibchen, die noch kein Männchen haben, rumfliegen und sich eben ein Männchen aussuchen. Und interessanterweise ist es so, dass sobald die Männchen dann ein Weibchen haben, hören sie auf, nachts zu singen. Also, wenn ihr tatsächlich im Mai in der Petite Camargue seid und dort ab 11 Uhr nachts Nachtigallen singen hört, dann wisst ihr, dass das die Männchen sind, die noch kein Weibchen haben. Vögel singen nicht nur, um Weibchen anzulocken oder ihr Revier zu verteidigen, sondern sie singen auch, um zum Beispiel zu sagen, ich habe Hunger oder ich bin müde oder um zu sagen, pass auf, da kommt ein Sperber. Rechts oben ist so ein Bild von einem Greifvogel, der gerne eben Kohlmeisen, Rotkehlchen oder Amseln fängt. Und das, was ich euch jetzt hier vorspiele, das ist der Alarmruf von der Kohlmeise. Der klingt so. Also ihr hört, das sind ganz hohe, feine Töne, wo der Sperber sehr schwer sagen kann, wo der Vogel ist, der da warnt, weil auch der Sperber hört ganz hohe Töne nicht so gut. Und interessanterweise ist es so, dass das Rotkehlchen ganz ähnlich klingt, wenn es vor Greifvögeln warnt, nämlich so. Die Amsel klingt so. Also ihr merkt, jeder Warnruf von diesen Singvögeln klingt ungefähr ähnlich, wenn es sich um Greifvögel handelt. Das ist unter anderem praktisch, weil wenn die Kohlmeise warnt vor einem Greifvogel, dann weiß auch die Amsel, dass da ein Sperber in der Luft ist. Und wir selber wissen es auch, wenn es so ist, dass ihr solche ganz hohen Fieptöne hört, dann schaut mal schnell an den Himmel und sehr häufig sieht man dann tatsächlich einen Sperber in der Luft. Ein paar Worte, wie Vögel singen. Das hier ist ein Vogelkopf und dargestellt ist zum Beispiel die Lage des Kehlkopfes. Das ist unten knapp unter dem Schnabel. Das ist dort, wo wir Menschen Gesang und auch Sprechen, also Klang produzieren. Bei Männern sieht man den Kehlkopf recht gut oft, weil das hier der sogenannte Adamsapfel ist. Bei mir sieht man den nicht ganz so gut. Vögel produzieren den Klang nicht im Kehlkopf, sondern sie produzieren den Klang viel weiter unten in der sogenannten Syrinx. Das ist da, wo die beiden Zweige der Lunge, also die Lungen haben ja zwei Flügel, und dann gehen die sogenannten Bronchien, da wo die Luft in die Luftröhre geht, gehen ungefähr hier zusammen und dann geht es nach oben in den Hals. Das heißt, Vögel singen nicht hier im Kehlkopf, sondern unten. Und das hat zwei sehr große Vorteile oder sogar drei. Einer ist, dass das Schlucken wie bei uns nichts mit Klangproduktion zu tun hat. Bei uns ist es ja so, wenn wir gleichzeitig sprechen und essen, dann kann es passieren, dass wir uns verschlucken und das ist nicht sehr schön, wie ihr wisst. Vögeln kann das nicht passieren, weil die da oben schlucken und da unten singen. Ein zweiter Vorteil ist, dass der Vogel, wenn er hier unten Klang produziert, diesen Klang diese ganze Strecke entlang verstärken kann. Und deswegen sind Vögel so unglaublich laut, vor allem wenn man bedenkt, dass sie eben so klein sind und so wahnsinnig leicht sind.
Und ein dritter großer Vorteil ist, dass Vögel mit zwei verschiedenen Stimmen singen können. Und das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können, was ich euch aber gleich zeigen werde, dass das wirklich so ist und was ihr euch hier, was ihr sehen könnt, wie das passiert, weil die Vögel haben unten in der Syrinx, hier ist eben die Syrinx, zwei schwingende Membranen, einen auf der rechten Seite, einen auf der linken Seite. Und die können unabhängig voneinander Laute produzieren. Und diese schwingende Membran in der Syrinx der Vögel könnt ihr euch vorstellen wie so einen kleinen Grashalm. Und so sehen ungefähr auch unsere eigenen Stimmbänder im Kehlkopf aus. Wie die schwingen können, das könnt ihr euch selber mit einem solchen Grashalm vorstellen, indem ihr den mal pflückt. Es muss ein relativ langer Grashalm sein, ihn dann zwischen die beiden Daumen einspannt. Da muss man ein bisschen üben, erst hier festhalten. Dann der andere Daumen dazu, muss relativ straff gespannt sein. Und jetzt könnt ihr zwischen diesen beiden Daumen hindurch blasen und dann versetzt sich dieser Grashalm in Schwingungen und macht eine Art Lärm. Das klingt so. Hier möchte ich euch ein Programm zeigen, das heißt Raven. Und mit diesem Programm arbeiten wir Wissenschaftler, um Vogelgesang zu analysieren. Und das benutzen wir eben genau, um solche Sonagramme darzustellen. Hier sind zwei Strophen von einer Nachtigall. Und in diesen Strophen kann man sehen, dass die Nachtigall eben wirklich zweistimmig singen kann. Und zwar sind das hier diese drei Elemente, wo zwei Töne gleichzeitig passieren. Und unten seht ihr es auch hier, da singt die Nachtigall mit zwei verschiedenen Tönen zur gleichen Zeit. Diese Strophen klingen ungefähr so. Das hier ist die zweite Strophe. So, und jetzt hört ihr, wir können zwar sehen, dass die Nachtigall zweistimmig singt, aber wir können es nicht hören, weil Nachtigallen so schnell singen, dass wir mit unseren menschlichen Ohren da nicht wirklich hinterherkommen. Vögel können ungefähr dreimal schneller hören, als wir das tun. Das heißt, die Vögel können diese ganzen Feinheiten hören, die wir nicht hören können, sondern nur sehen können. Aber es gibt einen Trick und der ist, dass wir hier oben 0,2 schreiben statt 1 und das heißt, wir spielen diese Strophe mit 20% der Geschwindigkeit ab, ein Fünftel der Geschwindigkeit. Und dann wird das Ganze ein bisschen tiefer und auch langsamer und wir können hören, was dort passiert. Wieder die erste Strophe. Das klingt ein bisschen wie im Urwald, ist aber immer noch eine Nachtigall in Europa. Die zweite Strophe, auch langsamer abgespielt. Das war jetzt eben dieser zweistimmige Ton. Diese letzte Strophe spiele ich euch nochmal in normaler Geschwindigkeit vor, damit ihr hört, dass die Nachtigall eigentlich wirklich viel besser hört als wir. So, und dann können wir uns auch mal noch diesen Zaunkönig anhören, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Und das ist diese Strophe vom Zaunkönig, die klingt normalerweise so. Wenn wir das wieder mit einem Fünftel der Geschwindigkeit darstellen, dann klingt es so und wir können wirklich verfolgen, was der Zaunkönig da tut. Wenn ihr ein solches Programm habt,
dann könnt ihr auch mal versuchen, euch selber aufzunehmen. Und das kann ich mal hier vormachen, wie das ungefähr geht. Hallo, das bin ich und ich sage gerade Hallo und das klingt in, in normaler Geschwindigkeit ebenso, wie ich es eben gesagt habe. Hallo. Mit der Hälfte der Geschwindigkeit klingt es schon ein bisschen bedrohlicher und ein bisschen komischer. Und wenn ihr das mit einem Fünftel der Geschwindigkeit, nämlich mit 0,2, darstellt, dann klingt das Ganze gar nicht mehr wirklich wie ein Mensch. Aber ihr hört, was ihr hier im Sonagramm seht. Das sind diese kleinen Striche und das sind Vibrationen meiner Stimmbänder im Kehlkopf. Und im Kehlkopf habe ich eben so eine Art Grashalm, die schwingen. Und die Schwingung könnt ihr sehen und hören. Das klingt so. Das klingt wie eine Mischung aus Elefant und Orang-Utan, bin aber immer noch ich. Dieses Programm, was ich euch eben gezeigt habe, das kommt aus Amerika und heißt Raven. Wenn ihr das im Internet suchen wollt mit euren Eltern, es gibt auch eine Version, die man kostenlos herunterladen kann und womit man dann selber ein bisschen rumspielen kann. Es gibt aber auch viele andere Programme, womit man Klänge aufnehmen und langsamer abspielen kann. Zum Schluss möchte ich euch noch ein bisschen ein paar Dinge erzählen, was Vögel mit ihrer Stimme tatsächlich alles tun können. Weil Vögel sind leider, leider stimmbegabter als wir Menschen. Das klingt nicht immer so, wenn ihr zum Beispiel einen Gimpel hört, der hier normalerweise so singt. Gimpel können Menschenpfiffe nachsingen und zwar täuschend ähnlich. Und das sind relativ alte Aufnahmen, als es noch erlaubt war, Vögel, also Singvögel, freie Singvögel in Käfigen zu halten. Dort hat ein Vogelforscher diesen Gimpeln lange, lange Monate wahrscheinlich etwas vorgepfiffen und der Gimpel hat es dann nachgesungen. Nämlich hier ein Lied, das heißt Hoch droben auf dem Berge. Das klingt so. Ein zweites Lied, das ist ein alter Schlager wohl, der hieß Tief drin im Böhmer Wald. Der klingt so. Vögel können nicht nur pfeifen, sondern sie können Geräusche nachmachen, die wir eben als Mensch nie nachmachen könnten. Das hier ist ein Singvogel aus Australien, der heißt Braunbauchlaubenvogel. Und dieser Singvogel hat seinen Gesang neben einer Baustelle gelernt. Und er hat wirklich nichts anderes hier gesungen, als was ihr hört, ist nur der Gesang dieses einen Vogels. Und ihr werdet hören eine Säge, ihr werdet hören, wie Bauarbeiter sich unterhalten und ihr werdet irgendwelche komischen Maschinen hören, die einfach nur Lärm machen. Alles ist nur dieser eine Vogel. Der klingt so. Also die Säge am Schluss gefällt mir immer am besten. Man hört sie richtig sägen.
Es gibt im Internet natürlich viele, viele andere von diesen Beispielen und ein ganz berühmtes Beispiel ist der Leierschwanz. Dort könnt ihr auch vielleicht mit euren Eltern mal auf YouTube einfach eingeben, Lyrebird, Leierbird, und das spiele ich euch jetzt nicht hier vor, das könnt ihr selber sehen. Ungefähr 3 Minuten lang unglaubliche Klänge, die dieser Singvogel produziert. Zum Schluss noch ein Hinweis, und zwar habe ich mit einem Kollegen, der heißt Stefan Heller, eine Ausstellung gemacht über das Thema Wieso singen Vögel? Und diese Ausstellung könnt ihr sehen im Naturschutzgebiet Neracheriet. Das ist nördlich von Zürich. Man braucht ungefähr 1,5 Stunden von Basel mit Bus und Bahn. Geht doch dort einmal hin, wenn ihr in der Schweiz wieder richtig reisen dürft.